chart a course, the unstoppable force, pay a horse riding in town. Yeah. He set and sail with the object to fail. You can bet I'm gonna break it down. Moin, in der letzten Folge haben sich Kaban und Xu überlegt, welcher Superheld sie am liebsten sein wollen, um sich dann, nicht in der Reihenfolge, aber ne, um dann bei dem Swinger Club unter Umständen reinzukommen, um Näheres in Erfahrung zu bringen für die Alte, die sie für ihr Gur suchen, stellte sich raus, die Tante, die sie betreut hat, die wirklich so nett war, Wetter, ist böse. Also ist nicht böse. Aber wird nicht gemocht. Vor allen Dingen von Jojo und Kaban. Und deswegen muss es jetzt wieder mit Gewalt passieren. Wie sie es hier hört. Viel Spaß und bleibt geil. So. Ihr habt vor, zu Madame Papillon zu fahren. Was packt ihr denn ins Zauberköfferchen? Wenn die jetzt allergisch wären auf Salze, hätte ich gesagt, eine Packung Steinsalze in der Shotgun oder so, aber... Kill Bill, sagst du. Ja. Also ich meine, du kommst auch so irgendwie Sägespäne oder so einen Scheiß ran. Muss ja nicht unbedingt in der Shotgun sein. Du kannst es in Luftballon füllen und die damit bewerfen. Das könnte sogar erschreckenderweise effektiv sein. Natürlich. Du hast doch Wurfwaffen. Und Xu hat Wurfwaffen, was soll denn da passieren? Das stimmt. Was soll denn dabei schief gehen? Und Silberwurfmesser sich zu besorgen, habe ich auch kein Problem mit. Cool, dann können wir den sogar umbringen. Wenn das euer Ziel ist? Es ist nicht unser Ziel, aber die Frage ist, sie dürfen nicht, darf nicht wissen, worum es geht. Ja, also wo fängt denn darf nicht wissen, worum es geht an und wo hört darf nicht wissen, worum es geht auf? Das kommt darauf an, welche Fragen du stellst. Es kommt aber doch vielmehr darauf an, wie sehr du dich bemühst. Ich sehe, dass bei dir kein Bemühen vorhanden ist und das ist ja auch nicht schlimm. Ich verurteile dich dafür nicht. Ich möchte mich bemühen, aber ehrlich gesagt... Bei ihr musst du dir die Mühe nicht machen. Also, der Zauberkoffer. Okay. Sägespäne sind schon mal nicht schlecht. Plenty of it. Wir hatten ja irgendwie eh schon so ein bisschen Zeugs, also das, was aus den Klamotten raus ist, das kann man ja durchaus überziehen. Also man kann ja auch ein Messer oder irgendwas damit überziehen. Oder auch in einen Handschuh einweben. Natürlich. Da dran machen halt, das würde mir schon helfen. Zumindest für eine Hand, die andere brauche ich vielleicht, falls ich noch zaubern muss. Und ansonsten, was waren die denn? Die waren so, ja genau, kreischmäßig, aber da war ja der selektive Geräuschfilter. Ich glaube, da hatten wir uns letztes Mal schon irgendwie drauf gedingst oder so, ich weiß es nicht mehr. Ja, selektive Geräuschfilter ist eine gute Sache. Du kannst ja meinetwegen auch das Ohr komplett verdichten und ihr kommuniziert nur noch über Matrix. Das hilft nicht, wenn wir mit dir reden wollen. Oh ja, da war was. Wir brauchen ja ein paar Antworten von ihr. Und ich möchte irgendwie nicht, also so eine Handfessel oder irgendwas anderes möchte ich haben, was irgendwie sinnvoll ist. Kabelbinder. Ja, aber ich möchte eine haben, die ich gegebenenfalls sogar beschichtet habe. Easy. Okay.
also unangenehm für sie beschichtet habe. Es soll ja auch wehtun. Mhm. Ich weiß nicht, was sie kann, das ist mein Problem. Mhm. Und irgendwie muss ich ihr die Augen verbinden. Mhm. Wir wollen sie nicht töten, Schrägstrich entführen. Also? Nee, eigentlich wollen wir mit ihr nicht reden. Ja, aber es soll niemand wissen, worum es geht. Wenn wir Fragen nach dieser Person stellen, müssen wir das entweder so geschickt tun, dass sie nicht merkt, worum es geht. Außerdem wird sie mich wiedererkennen. Da bin ich sehr fest von überzeugt. Dann weiß sie, zu wem ich gehöre, und dann weiß sie, dass es da ein gewisses Interesse gibt, weil sie vermutlich auch weiß, was in der Stadt los ist. Ach Mist. Und sie ist eine verdammte Banshee. Niemandem tut es leid um so einen Scheiß. Auch Jojo hat Vorurteile. Sie hat keine guten Erfahrungen mit Infizierten gemacht. Ich denke, das ist ein Satz, den viele Runner irgendwie auch sagen könnten, ja. Ja, siehste. Man macht selten gute Erfahrungen mit Infizierten. Siehste? Das ist richtig. Aber wenn man gute Erfahrungen mit ihnen macht, sind sie doch noch so viel schöner. Du kleiner Lüstling, du! Nee. Es ist einfach viel entspannter, mit Ghoulen zu reden, als von Ghoulen gefressen zu werden. Ja, aber mit den wenigsten kannst du reden. Eben. Und ja, mit ihr kann man reden, aber du hast trotzdem unheimlich Schiss vor ihr. Ja, Mann. Aber mit ihr kann man reden, das ist alles gut. Also gut, außer Bewaffnung fest, also spezielle Bewaffnung und Ketten, Zauberkoffer, noch irgendwas. Und ja, Störsender. Ich habe wahrscheinlich wieder irgendwas völlig Wichtiges vergessen. Außer, dass ich nicht möchte, dass mich haben jeder wir Silbermunition? Sofort erkennt. Silbermuni? Oh, die kannst du doch kaum herstellen. Ich glaube, wir hatten sogar welche. Ich glaube, wir hatten sogar welche, weil wir das letzte Mal gekauft haben. Silberne Wurfmesser sowas? Bitte? Silberne Wurfmesser oder sowas? Ja, kein Ding, passt. Musst du auch kein Geld erziehen, hast ein paar. 10 Stück oder so. Auf Lache. Für Notfälle. Ja, das heißt kein Stress. Kann man sich ja alles noch besorgen zur Not, wenn du dies nicht hast. Das sind keine Preise, wo ich drüber nachdenke, irgendwie was zu machen. Ihr habt 60 Gal, bla. Ich sag mal, Jojo kriegt's auch hin, die Dinger dann irgendwie noch zu beschichten oder sowas. Ja, aber es gibt auch extra schöne silberne fürs edle Wurfmesser, weißt du, Freizeitvergnügen halt. Für die Kunst des Messerwerfens. Genau. Kunst. Die haben dann auch einen verzierten Griff, weißt du? Lecker. Keine Ahnung, mir fällt sonst nichts ein, ehrlich gesagt, außer dass ich natürlich nicht möchte, dass mich jeder sofort erkennt, aber ansonsten. Ja. Okay. Und Daddy, ich glaube nicht, dass ihr Silbermunition habt. Nee, ich sehe auch gerade das Bild, können wir haben. Ich dachte, wir hätten mal welche gemacht. Nee. Wozu denn? Wir sollten uns welche besorgen. Wird jetzt ein bisschen knapp für heute Abend. Ja. Aber gut, ihr habt ja allerlei anderen Stuff, inklusive hier Sägespäne. Ah, ha, richtig, ja? Aber Silberringe habe ich. Flach und ohne Schnörkel, sodass man damit zuschlagen kann. So. Ich erinnere mich, na perfekt, du bist einfach der übelste Pimp. Pimp my Carbon. Sie müssen dir nur noch einen Flachbildschirm auf den Rücken schnallen und du bist ausgefertigt. Sehr gut. Dann wollt ihr euch dort in der Nähe positionieren, unauffällig, und warten, bis die Alte rauskommt, ja? Mhm. Sehr gut. Wir haben ein paar Kaffee in den Bach runterfließen und früh um 4 kommt die raus. Es ist vermutlich schon verhältnismäßig leer. Oh ja. Die wird sich kurz noch von ihren anderen Dudes da und Dudettes verabschieden, dann wird sie einfach losgehen. Jo, dann würden wir doch langsam neben ihr herfahren, würde ich sagen, und die Fensterscheibe runtermachen und ganz klassisch. Ach, Miss Paspillon, würden Sie kurz einsteigen und mit uns reden? Sie bleibt kurz stehen, guck dich an, du hast ja jetzt auch verkleidet, ne? Wirklich? Auf einem Lounge. Und wer nicht? Der zeigen wegen. Wer sind Sie?
Oh, ich dachte, wir kennen uns schon. Oh Gott. Nur auf einen kleinen Plausch. Ich mach die Tür auf, so dass sie einsteigt. Sie steigt ein. Yay. Deswegen freust du dich so. Na, weil er sie geil findet. Nicht im Auto. Ja, wir sind mit einem Männchen im Auto. Finden, das ist so kacke. Junge, die regeneriert sich immer auch untenrum. Mein Aller, mit Kabans Goldeiern ist das Kind der Selbstverständlichkeit. Oh, wir sind zwar am Arsch. Geht. Und? Sie haben ein paar Informationen, die uns interessieren. Ich denke kaum. Oh, ich bin mir da sogar sehr sicher. Ich höre. Na, na, so unwillig. Es gibt da eine Person, die eine Zeit lang in diesem Etablissement, in dem sie jetzt offensichtlich arbeiten, zu Gast war. Und wir würden gerne wissen, wann sie zuletzt da war. Jojo sagt jetzt den Namen. Während du ihr das erklärst, bemerkt jeder. Also ich nehme an, dass du das Auto fahren lässt und lieber auch guckt, was da abgeht. Ja, das wäre sinnvoll, ne? Ne? Achso, du hast ja sowieso einen Van, das heißt, da kann man schön zu viert hinten sitzen. Das ist ja wunderprächtig. Also während Jojo das erklärt, bemerkt ihr, wie sich ihre rechte Hand langsam in ein lebliges, gasförmiges, dickflüssig scheinendes, obwohl es Nebel ist, Gemisch auflöst. Wir wollen doch keine Tricks machen, oder? Wir sind doch hier unter Freunden. Der Ärmel ihrer Jacke fällt schlaff herunter. Jojo macht jetzt die Siegespinne-Dinger auf und macht einmal... Das durfte nicht mehr funktionieren, wenn die da so gedingst ist. Irgendwann ging das nicht mehr. Okay, also ihr Arm verwandelt sich zu einem menschlichen Arm und dann passiert Folgendes. Und dann fällt sie um. Oh. Und dann zappelt sie ein bisschen und greift an ihren Hals. Das, und das war irgendwie keine gute Idee. Ich hab da so noch so ein Medikit, wir könnten... Sie hat Sägespäne, das ist überhaupt, sie hat das gerade in der Lunge. Nö, das war nur auf ihrem Gesicht appliziert. Ja, das war dumm von mir. Wir könnten das vielleicht abwaschen. Ich wusste nicht, dass das so einen harten Effekt hat. Sie zappelt etwas stärker. Ja, wir waschen das sie, ab. Sie kriegt Epi. Ach stimmt, das hatte die auch schon gesagt, dass er das machen wollt. Ist denn in eurem Medikit, den ihr nicht erwähnt habt, dass er den mitnehmt? Wir sind in meinem Van, immerhin. Eben, er hat doch eins. In deinem Medikit ist das bestimmt drin. Also ich meine, das Medikit habt ihr zwar jetzt explizit nicht angesagt, aber ich kann nicht vermuten, dass ihr als Runner nicht Medikit, Kabelbinder und Panzertape immer dabei habt, oder? Und einen Störsender. Und Störsender. Na gut, ihr rammt ja den Epi-Pen rein und ihre Atmung beruhigt sich etwas. Ups. Na, wir wollen doch keinen Dummtüch machen. Beruhigen wir uns doch alle ein bisschen. Ha, sie ist kreidebleich, verstehst du? Mhm. Jojo guckt sie an, ziemlich ausdruckslos. Sie guckt dich mit ziemlich tränenlassen Augen an. Der Name. Jojo sagt dir den Namen. Beschreibung. Jojo zeigt dir ein Bild. Ah nee, das mussten wir ja löschen. Jojo beschreibt sie. Wir haben ein Bild von ihrer Homepage und von ihrer Facebook-Seite. Das stimmt sogar. Ja, der war da. Wann? 29. War sie mit jemandem da?
war sie mit Sicherheit, aber mit wem? Ich freue mich, dass du mitdenkst. Älterer Mann, Hut. Rundes Gesicht, Bart, Brille. Runde Brille. Sie scheint noch nachzudenken. Witziger Fakt, offenbar braucht sie Sauerstoff. Ah, interessant. Man lernt nie aus. Man lernt nie aus. Keine Ahnung, er war ziemlich aufgedreht. Drogen? Nein, ich glaub nicht. Ihr haltet, ich steig aus und sag euch den Rest. Falsch. Du sagst uns den Rest. Und welche Garantie hätte ich dann? Keine. Dann werde ich jetzt wohl lieber schweigen. Es wäre doch, glaube ich, unter allen Interessen, wenn du es. Wäre es nicht. Was hast du davon, sie zu schützen? Was habe ich davon, euch das zu sagen, damit er mich umbringt? Sie also interessiert das, was sie mich gemacht hat. Nicht. Ich kenne sie nicht, mir ist egal, was ihr wollt, aber ich würde heute schon gern noch rausgehen und atmen. Das wirst du wahrscheinlich können. Könnt ihr das? Ich hoffe, für dich. Also. Gibt's Videoaufnahmen oder irgendwas, was du uns beschaffen kannst? Ja. Gut. Du beschaffst uns alles, was du über sie finden kannst, dann lassen wir dich gehen. Das kann ich ja wohl kaum von hier. Deswegen lassen wir dich ja gehen. Wenn du das nicht tust, finden wir dich wieder. Dann wird's unangenehm. Halt mal an. Gib einen Befehl, anhalten. Brauchst du noch irgendwas oder kommst du so zurecht? Sie antwortet nicht. Didi, ja? Nichts. Passt. Ach, okay. Sie würde jetzt zur Tür treten, langsam. Ja. Soll sie doch, sie soll uns ja noch was besorgen. Gut, sie würde langsam aussteigen. In einer Stunde bist du wieder hier. Mit den Sachen. Das schaffe ich niemals. So weit sind wir nicht gefahren. 2. Gut, ja. Aber keine Formtricks. Offenbar kann sich nicht zurückhalten. Ihr dürft alle mal Willenskraft, Logik und Antimagie würfeln. Was ist mit unserem... Achso, die blöde Fotze. Wie viel Antimagie... Wie viel, Antimagie kriegen wir denn von Jojo? Keins. Geil. 3 Erfolge. Siehst du, brauchst du doch gar nicht, Danny. War das, Willenskraft und Logik für dich. Also ich würde jetzt gerne Edge einsetzen, aber ich darf noch nicht, ne? Nö. Eins habe ich danach noch, glaube ich. Scheiße. Also ein negatives. Na wenigstens keiner von euch. Also sie steigt aus. Ihr Gesicht verzieht sich grimassenartig, sodass sich die Haut über ihren Schädel spannt. Ihre Augen werden vollkommen schwarz. Die Haare von ihren, so was hat man da, so Augenbrauen und so ein Shit, sie verfallen quasi. Und ihr Mund wird zu einer klaffenden Höhle. Es sieht schon, dass wir uns richtig verstehen, eher erschreckend aus und euch erfasst auch ein eher unbestimmtes Gefühl der Furcht, aber ihr könnt ihm voller Pracht widerstehen. Allerdings bemerkst du vermutlich, dass Jojo sich, also die anderen bemerken, dass Jojo sich auch gerade verändert. Es knistert ein wenig zwischen den beiden.
Schön. Alter, bist du der richtige Bitch-Stand-off-Geil. Zum Glück dauert es ja nicht so lange. Das war sogar eher, glaube ich, unbedingt. Okay. Also unbeabsichtigt. Pass auf, sonst macht dich die Wahrnehmungsmagierin kalt. Oh. Dann wird sie gehen, schnellen Schrittes. Ich überlege gerade, ob Jojo ihren Geist hinterher schickt, aber nicht, dass das Ding einen Hüter hat, das wäre schade. Hat es einen Hüter? Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Geht ja. Einfach an dazu. Nein. Dann fahren wir nicht zu. Wir warten hier auf sie. Einer kann zurück. Kann noch zurückgehen. Okay, dann würde ich einfach mal sicherheitshalber wie unauffällig werden meine Drohne eigentlich so. Welche? Ich guck mal, was ich so hab. Du hast ja die ganz, ganz kleine, ne? Die ist halt mega unauffällig. Wenn die musst du halt ein bisschen hintragen, weil die so scheiße langsam ist. Aber wenn die den dann so dort aussetzt, perfekt. Die wird nie jemand sehen. Ja, die finde ich wahrscheinlich auch nie wieder. Na doch, du weißt ja immer, wo sie ist. Ich hatte eigentlich die Idee, dass ich vielleicht irgendwas hinter der her schicke. Ich habe gerade nicht... Ach doch, ich habe dein Charakterbild noch offen. Ja, am besten wäre halt die Rotzlob. Aber ich weiß ja nicht, ob das jetzt so sinnvoll ist oder ob das sehr auffällig wäre. Na, der Partyboy, den kannst du sogar nehmen. Ist ja nicht mega auffällig. Nur wenn du die Partymusik anmachst. Ansonsten ist das Ding, geht schon. Vor allem, weil es ja nicht die ganze Zeit in der Luft bleiben muss. Es kann sich dann irgendwo absetzen. Rostov muss halt erst die Maschinenpistole abmontieren. Das dauert ja jetzt ein bisschen. Ja, dann würde den kleinen Kerl mal hinterher schicken. Okay. Musst du nichts würfeln. Die ist eine Versagerin offensichtlich. Die wird auf jeden Fall erstmal zurückgehen dahin. Ja, schon mal reingehen. Sie muss sich offenbar reinklingeln. Okay. Nach nur 30 Minuten wird sie wieder rauskommen. Okay, dann hänge ich mich wieder an sie ran. Sehr gut. Sie wird einen etwas verängstigten, keine Ahnung, Anfang 20-jährigen, dünner Statur, ist wieder mal ein Elf, die sind halt so, vor sich her drücken. Offenbar hat sie irgendwas, du siehst nicht genau, was es ist, aber irgendwas hält sie ihm wohl gegen den Rücken. Ja, dann fahre ich dir hinterher. Sehr gut. Na, die kommt dann wieder zu dem Ort, wo ihr wart. Denkt ihr etwa, wir hätten Skrupel? Ja, vielleicht. Die kommt dann bei euch an. Die wartet, bis ihr die Tür aufmacht. Ja. Wir machen die Tür auf. Sag halt, was dir vorsteht, also. Ne? Das ist der IT-Techniker. Ihr lasst mich gehen und ich werde ihm jetzt nicht den Rücken aufschlitzen. Die Sache ist geklärt. Guck mal kurz an, ich guck ihn kurz an, guck dann sie an, was trägt sie denn, was rückt sie ihm denn da in den Rücken? Naja, du stehst halt vermutlich eher vor dem Typen, weißt du, sie kam halt so auf dich zu, das siehst du nicht. Es gibt nicht ganz zufällig einen Riesenspiegel an der Straße. Sehr schade. Gut. Die klassischen riesigen Spiegel. Dann mach's gut. Und du steckst ein. Dann hänge ich meine Drohne wieder an die ran. Ja, sie wird ihn schubsen und rennen. Kommen die schnell genug hinterher? Ja, die Frage. Guck das kurz nach, während ihr den Typen einladet. Ich habe ja die Stats offen. Achso, okay, sag mal. Das wäre wahrscheinlich Geschwindigkeit, ne? Ja. Ich hätte eine Geschwindigkeit von 2. Das ist 1 langsamer als mein Wagen, also davon aus, dass ich hinterher komme.
Dürfte ungefähr klappen. Würfel mal bitte Wahrnehmung und Reaktion. Das Ding soll mal so eine Kugel mit, so ein Platzding, Sehnespiegel mitnehmen. Das kann nichts mitnehmen. Warum nicht? Weil es So nicht so eine klein. Art Drohne ist. Schade. Es hat keinen Greifarm. Was wolltest du jetzt noch mal, bevor... Reaktion und Wahrnehmung nehmen wir da. Fahren wir da auch mit Auto auch hinterher, wäre vielleicht schlau und dann ja, einfach so einen Beutel an den Kopf werfen. Du warst gerade recht schlecht zu Beifolge. verstehen. Ich sagte, wir fahren da einfach mit Auto hin, schmeißen ihren Beutel an den Kopf und Ja, sie rennt schon in eine Seitengasse. Okay. Sie wird relativ schnell dann dort so eine Kellertreppe, so eine äußere runterhüpfen und dann die Tür einbuchten. Dafür braucht sie ein paar Anläufe, aber dann ist sie drin und dann wird sie dir leider drin entkommen. Da sind viele Regale und so ein Shit und die Drohne, die muss er da durchmanövrieren und so. Ja, aber vielleicht muss die auch irgendwann wieder raus. Na, die wird wahrscheinlich dann nur durchlaufen. Wäre jetzt meine Idee. Lauf doch nicht direkt zum Haus. Naja, ich versuche sie dann noch irgendwie zu finden, ne? Du findest ihre Kleidung. Und ihr Comlink. Ach, scheiße, blöde Pute. Dann. Die wird über die Dann. Fresse halten. Die wird niemanden anrufen. Ja, ist ja ihr Comlink weg, also vermutlich nicht. Du Comlinks kann man wieder finden. Also kann man wieder besorgen. Das Ja, ist ein gutes Ding, da aber. mache ich uns so. Ja, ich werde halt dann später dahin fahren, wo das Comlink rumliegt und das einsammeln. Okay. So, Und ihm die Kleidung Schnu. verbrennen. Bitte. Wir wollen ein paar Infos haben. Okay. Stark interessiert. Diese Frau. Ja. War War da bei euch letzt. Gast. Keine Ahnung, die Aufnahme, ich warte, die Aufnahme. Wann? Genau. 29. Er gibt ja die Aufnahmen. Jojo guckt sich die Aufnahmen an. Die Sinnaufzeichnung von diesem Gast brauchen wir. Natürlich, also übrigens Demian. Oh Echt jetzt? Gott. Ja. Ich habe irgendwie Denkst das du Gefühl. nicht, dass es ein Mann ist, der sich auch mal amüsieren darf? Ich bitte dich. Wow. Also jetzt wird's kompliziert. Es sind übrigens Video- und Tonaufnahmen. Ja, dann Ihr würde ich gerne. müsstet bei alle mal bitte Menschenkenntnis machen. Das ist Intuition und Charisma. Das kann ich, da bin ich gut drin, bestimmt. Geil, Junge. Fünf Oh, Erfolge. ja, was ist denn sein Limit? Fünf nehme ich an. Sechs. Ja, so, da bist du gut drin, Daddy. Also, Daddy? Oh, shit, jetzt müssen wir Demian killen. Didi? Das war was falsch. Letztes Mal war der netter. Jojo? Man kann ja aufgedreht sein. Aber er hat keine Geschichte erzählt an dem Abend. Und er hat nicht den Kopf schief gehalten und nicht komisch einen Nickenkopfschüttel gemacht. Er sieht ihm echt, 1:1 ist das der gleiche Person. Aber das war was faul, Junge. Es ist nicht Demian. Ach so, ja, das wäre dann die Möglichkeit, die es gibt. Da will uns jemand verarschen. Da will uns richtig jemand verarschen. So, Hatten du Zugriff auf hast das du ganze noch, Zeug. ja genau, hast du noch irgendwelche Infos zu der Frau? Also hier sind ihr Konto, ihre Anschrift. Alle Aufnahmen mit ihr, das braucht nur weil, um das rauszusuchen. Hat noch Suchen. jemand außer anderes außer dir Zugriff? Der Manager. Gibt's einen allgemeinen, gab's in letzter Zeit irgendeinen Hackerangriff oder sowas? Nein, 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 das System ist sauber. Wer ist doch dazu in der Lage, das zu erkennen, wenn es einen Hackerangriff gab? Sicher nicht jeden. Wenn er mir noch eine Stunde geht, kann ich noch mal genau drüber gucken. Ich mach sonst natürlich nur die Routine.
Na, dann gucken wir nochmal genau drüber. Okay. Hier das Videoarchiv, da könnt ihr selber nachher gucken. Gut. Hey Leute, danke. Das ist echter Amateurporn. Achso, weder Diane noch Demian haben sich vergnügt. Wow. War sie zum ersten Mal da? Sie hat ein grünes Bändchen. Ah, sie war zum ersten Mal da. Das kam doch schon aus der Nachricht raus. Ja, der braucht eine Weile, ne? Mhm. Wie benimmt sie sich denn? Auffällig? Unauffällig? Ich beobachte ihn außerdem nicht, dass er irgendwie was tut, was er nicht tun soll. Okay, er würde sich irgendwann hier VR'n. Das machen wir mal nicht. Keine VR. Okay, natürlich. Ich bin ja nicht hier völlig bescheuert. Okay. Achso, ja, ein Störsinn, dann habt ihr natürlich das für ausgemacht, ne? Mhm. Ausnahmsweise. Okay. Ah. Ich sag mal so, eure Menschenkenntnis, dafür habt ihr alle genug. Der hat sich noch nicht eingepisst. Aber er wird vermutlich niemandem Bescheid sagen. So. Die Alte, wie benimmt die sich? Auffällig. Ich sag mal, es ist ebenso schön wie mit Kaban und Xu, aber bei ihr ist es echt. Bei ihm nicht, oder was? Nee, bei ihm, der scheint da souverän und wohlfühlig und abgeklärt und angetan von der ganzen Sache, aber die ist sich wohl noch nicht ganz sicher, ob sie da wirklich Spaß dran haben könnte. Was merkwürdig ist, denn sie hatte doch geschrieben, dass sie ihn endlich überredet hat. Nein. Ach doch, das hat sie ja. Mhm. Aber... Ja gut, ja, das muss aber nichts heißen. Man kann sie ja dann trotzdem im Auge des Auges kann man sich ja nochmal umentscheiden. Das stimmt. Allerdings wundert es mich, dass das ihr bester Freund sein soll. Also entweder ist das Demians Bruder. Ach so, der... Billing. Der Name, den sie sonst so für ihren besten Freund hatte, ist aber nicht der von der Sinn von dem Typen, der da war. Mit dem er auch offensichtlich angesprochen wurde. Was ist denn das für ein Name gewesen? Collier Subrenivoc. Zu dem gibt's bestimmt auch eine Adresse. Natürlich. Es wird vermutlich nicht seine richtige sein. Es wird wahrscheinlich irgendjemand sein, der da mit ihr gedings wurde. Aber vielleicht findet man trotzdem was raus. Ihre Adresse haben wir ja. Ja. Jetzt. Der Typ ist eine ganze Weile beschäftigt. Das heißt, ihr habt ja auch, wie gesagt, Tonaufnahmen. Sie wird dann mal gegen Ende des Abends, wo sie sich nicht durchringen konnte, irgendwas zu machen. Gibt sie dem Typen, also sagt sie dann, dass er dem Typen das Geld gibt, also ihrem Begleiter. Und B, spricht sie so halb davon, dass sie glücklich ist, dass sie trotzdem froh ist, das mal gemacht oder mal sich angeguckt zu haben, weil ihr Freund ja doch abgesprungen sei und dass diese Vermittlung da wirklich ganz ausgezeichnet wäre, hätte ihr den Abend sehr erleichtert. Vermittlung. Das ist trotzdem merkwürdig. Außerdem glaube ich, dass es dem ja nicht gerade gefallen wird, wenn da jemand rumrennt, der aussieht wie er. Und so tut, als wäre er... Weiß ich nicht, ob er das getan hat. Naja, oder... das. Na egal. Kannst du uns noch mehr dazu geben? Womit hat sie bezahlt? Ihre Kontonummer? Ja, das alles hier, das ist schon auf den, das ist schon da. Ja, sehr gut. Aber das ist gut. Schön. Hast du ihre Adresse überprüft? Kannst du ihre Adresse überprüfen? Nein. Das Polizei und sowas können das. Ich kann das nicht. Mhm. Aber die Bezahlung ist rechtskräftig überwiesen und alles. Okay. Schön. Können wir ihn gehen lassen? Jojo holt ihre Knarre raus und erschießt ihn. Okay. Der war noch nicht fertig. Ach so, Entschuldigung. Ja. Wenn er halt fertig ist, weil es wäre dämlich. Alter! Ja gut, dann bumm.
Analyse unterbrochen. Das wäre irgendwie lustig. Aber nein, er war noch nicht fertig. Leute, Zurückhaltung üben. Und bitte, versaut nicht schon wieder den Van, der wurde heute erst geputzt. Ja, mit viel Liebe. Das ist absolut richtig, aber weißt du, in dem Wissen, dass dass Yegor uns jetzt gerade eine Aufgabe gestellt hat, die irgendwie ziemlich merkwürdig ist, was wo Florina offensichtlich auch gegen ist und mit der Aussicht, dass wir vermutlich alle eine Kugel im Kopf haben werden, wenn wir es nicht so hinkriegen, wie er es gerne haben will. Da steht man ein bisschen unter Spannung. Natürlich, aber Jojo, ich traue Jojo trotzdem zu. Ich habe großen Glauben an ihre Kompetenz und ihre Zurückhaltung, dass sie warten wird, bis er fertig ist. Das wird sie. Ich meine, sie kann die Waffe ja schon rausgeholt haben und dann gesehen haben, der kleine Schlingel braucht noch. Ja. Und du hast doch ein Kind, du weißt, das braucht alles Zeit. Jotti. Über ihr Kind denkt sie gerade lieber nicht nach. Ach so, na dann. Der braucht dann noch ein bisschen. Doch, da war jemand. Ah. Und. Na, jetzt lass es dir nicht aus der Nase ziehen. Okay, ich bin kein Decker. Ich werde nie rausfinden, wer das war und wo ich irgend so einen Scheiß. Aber ich kann versuchen zu gucken, was er gemacht hat, versuchen irgendwas zu rekonstruieren. Ja, das ist schon mal ein Anfang. Fahrt ihr eigentlich gerade, ja, ne? Ja, wir sind gerade auf Gefahren. Aber ihr müsst wieder ein bisschen zurückfahren. Ich habe eine schlechtere Verbindung. Soll doch eigentlich alles aber gehen. Keinen Blödsinn machen, ne? Okay, dann fahren wir halt wieder Richtung bessere Verbindung. Ja, er wirft ein paar Programme an. Ich habe eine Frau und Kinder. Haben viele Stück. Andere auch. Zwei Stück, 8 und 4. Dann sorg doch dafür, dass du die Heil wieder nach Hause kommst. Ja. So, bis jetzt hast du ja alles richtig gemacht. Hey Leute, ich glaube, Flummi ist gar nicht die Mieseste. Ihr beiden seid die Miesesten. Das kann ich schon sagen. Die reden die ganze Zeit und das weiß ich nicht. Also, ich finde, ihr seid viel schlimmer als ich. Ich mag euch. Nein, sind sie nicht. Also. Doch. Ihr seid alle nicht schlimm. Ihr seid meine lieben Kinder und ich finde es gut, was ihr macht. Er braucht noch ein Weilchen. Danke, Daddy. Er braucht noch ein Weilchen. Vielleicht 40 Minuten. Bilddateien wurden überschrieben von den Kameras. Die SIN ist aber korrekt. Bilddateien wurden überschrieben? Ja, das ist eine ziemlich aufwendige Sache. Ich kann es nicht rekonstruieren. Ich kann das vorher nicht mehr, aber ich weiß, dass... Was wurde überschrieben? Die Kamerabilder. Mit was? Was kannst du da noch... Person wurde vermutlich ersetzt. Ja, die eine Person, ihr Begleiter da. Ah. Es ist verdammt aufwendig. Hat sich jemand viel Mühe gemacht. Verdammt viel Mühe, aber ich kann nicht sagen, wer das wirklich war. Okay, aber das hat uns schon geholfen. Vielen Dank. Die roten Daten haben wir hier auf diesem Schiff, richtig? Ja. Mhm. Kannst du mal sehen, wo es verändert wurde, damit wir... Ich bin nicht so computeraffin, weißt du? Okay. Wir fahren dann so ein bisschen weiter raus, wo jetzt niemand zu sehen ist, oder? Easy. Ja. Ihr markiert das und gibt dir dann einen neuen Datenchip. Sehr gut, danke. Kontrollier mal eben, was drauf ist, bitte. Ich kontrolliere. Nichts, was ihr versteht. Also du willst ja die, nicht das Bild, sondern die Rohdatei dann quasi, die da, ne, mit. Na, einmal Bild und einmal Rohdatei, beides. Ja, okay, dann wirst du eins halt nicht wirklich verstehen. Ich möchte ja was zum Zeigen und ich möchte was zum haben. Natürlich. Gut. Du sagst, dass die Sinnen wären beide echt. Richtig? Ja. Okay. Also, sie wurden zumindest von der SIN-Registratur als glaubwürdig markiert. Mhm. Na, wie gut ist denn die SIN-Registratur, die ihr da habt, oder das Überprüfungssystem? Das Überprüfungssystem ist neu, es müsste ziemlich gut sein. Ja. Nein, es ist wirklich gut. Genauso gut wie euer System. Nein, deutlich besser. Nein, gut. Das spart schon mal einen Arbeitsschritt. Okay, ich kann euch noch mehr von Nutzen sein. Wie denn? Ja, du könntest das. Du könntest die... Es waren heute 2 Leute bei euch, die sich an
für Sonntag eingeschrieben haben. Vernichte diese Aufzeichnung und alle anderen. Okay. Das sind mehrere. Alle. Einfach alle. Einfach alle. Du kopierst uns erstmal die Liste von allen, die da waren und sich informiert haben über Sonntag. Und dann vernichtest du das alles vom Server. Ja, du kriegst die Liste von 3 Paaren inklusive euch, dann vernichtet ihr das. Mhm. Habe ich auch noch Bildmaterial zu diesen Paaren? Nee, dazu gibt's keins. Da gab's keine Kamera. Sehr gut. Das war sehr freundlich von dir. Dankeschön. Gut. 6 und 8. 2 Mädchen. Jojo holt ihre Knarre raus und er schießt die. Das ist gut. Vorhin waren sie vor allem noch anders alt. Dieser kleine Schlingel. Jetzt hast du also wieder sein Auto versaut. Okay. Mhm. Diesmal hat sie... Ich bin ein versautes Mädchen. Sie hat ein bisschen aufs Leder geachtet. Wofür gibt's Prospects? Hm. Ich dachte, sie hat wenigstens den Anstand und erwürgt ihn. Hä? Dann macht sie nicht so viel Dreck. Ja. Ja, schon freundlich. Gegenüber des Fahrzeughalters. Genauso aber dann kann ich ihm keinen Strohhalm in den Kopf stecken. Genauso wie in meinem Auto wird nicht geraucht. Ja, wir machen das Auto sauber, das passt schon. Ach, schon klar. Okay. Gut. Na dann? Diese beiden anderen Pärchen könnten natürlich auch unsere Freunde sein. Das ist schlecht. Das ist schlecht. Gut, dann entsorgen wir mal den Brei hier. Ja, ist nicht so ganz sicher. Wir haben ihre Adresse, richtig? Yep. Fahren wir hin. Mach ein Tuch drüber. Nicht so klug. Die Bullen sind im Moment ein bisschen empfindlich, wie du weißt. Lass erstmal den Typen loswerden, dann gucken wir mal morgen. Bis morgen haben wir keine Zeit, aber ist es schon richtig, dass wir erstmal den Typen loswerden müssen? Ja. Sein Comlink kommt. Comlink Batterie raus, etc. Ja. Und hat er noch irgendwas anderes dabei? Quetsticks? Waffen oder sowas? Wahrscheinlich nicht. Nee. Datachips. Ja, unbenutzte. Ja, wird alles. Ich lass mal ein anderes Auto kommen und dann bringt einer von uns, entweder du oder ich, die Leiche weg. Willst du das machen oder soll ich das machen? Ich mach das. Okay. Du weißt ja, wo die Säge ist. Das ist Didis Auto. Ja, und? Wir müssen ja erst dann woanders hin. Ja, das stimmt. Ich habe ja schon vorhin mein Auto gegeben. Also, meinetwegen. Ist ja wieder aufgetaucht. Das stimmt. Juti, teilt euch auf. Einer muss kräftig sägen und brechen. Und die anderen dürfen Spaß haben. Yay. Auf Höschenjagd gehen. Super. Wir brauchen übrigens eine Schweinefarm. Snatch, sagst du. Mhm. Naja. Das ist so ein widerlicher Job, Menschen zu zerkleinern. Ich hätte es auch gemacht. Ja, ich weiß, aber man muss die Bürde ja aufteilen. Jeder ist mal dran. Ist das nicht toll? Jojo macht das nicht. Das ist ja das Problem. Ach klar. Ich meine, Kaban konnte sich deine Untaten auch problemlos angucken, also. Das stimmt. Jodi, er fahr dahin. Ich hab mir das ja nicht im Detail angeguckt, sondern es gibt Vorwahl halt, ne? So, ach so. Schon ein bisschen, ist halt schon ein bisschen einfacher. Geskippt. Ich dachte, das war einfach nur, weil es ihn gelangweilt hat. Nee, so schlimm ist er, glaube ich, noch nicht. Ich hatte Angst. Das Wichtige war eigentlich, dass es halt so, okay, da kommt irgendwas Wichtiges, irgendwas Wichtiges, Jojo macht ihr Ding, ja. Ah? Weißt du, wie surreal das sein muss, wenn das in doppelter Geschwindigkeit abläuft? 16-fache Geschwindigkeit.
Das ist der beste Film, den ich je gesehen habe. Oh. Nice. Okay, seid da. Es ist ein Wohnhaus. Es ist, Donsky haben wir gesagt, ne? Dann ist es nicht so besonders hoch. Altbau unsaniert, was ja da heißt, irgendwie aus den 30ern oder so ein Shit, ist schon ein bisschen eingefallen. Das mit der Heizung und dem warmen Wasser ist zumindest teils sicherlich da. Und Sicherung besteht aus... Nee, warte mal. Also sie hat schon ein dickes Schloss an der Tür, aber sagen wir mal ehrlich. Hat uns das jemals aufgehalten? Also euch beide schon. Ja, okay. Aber das war bevor du nochmal einen Charakter umgebaut hast. Jetzt nicht mehr. Okay. Irgendwelche Spuren, Einbruchsspuren, irgendwas anderes? Oh ja. Auch wieder zerkratzt. Das ist auch wieder ein Dingsschloss. Nee. Ja, dann wir sind hier Leute, also wir schauen, dass wir einen möglichst passenden Moment abwarten und nicht direkt unter einer Kamera stehen, die uns beobachtet. Ich möchte auch mal gucken, ob jemand hier das Haus beobachtet, bevor ich irgendwas tue. Nope. Gar nichts. Doppel-nope. Okay. Auch keine Kamera, die Tür im Blick hat. Vielleicht eine Knopfkamera. Ich persönlich bin ja schon öfter auf die Idee gekommen, solche Dinge anzubringen. Doppel-nope. Okay. Dann machen wir uns daran, dieses Schloss aufzubrechen, wenn es dann möglich ist. Einer Hardware, einer Schlosser. Okay. Ich nehme an, Jojo macht... Weiß ich nicht. Ich weiß es auch nicht. Schlosser habe ich auch. Vermutlich Schlosser. Er kann wahrscheinlich Hardware. Schlosser hätte ich 3. Ich auch. Hardware ja, beide, ich. Beides gleich hoch, glaube ich. Ah. Der Hardware ist auf 4. Dito. Dann mach ich Schlosser, du Hardware. Okay. Für dich mit dir schick, Didi. Natürlich. Ich kenne mich damit immer so gut aus. 3 Erfolge. Das kriegen wir schon auf. Ist eine Tür. Dauert vielleicht einen Moment. Na Judi, das bekommt er auf. Dauert vielleicht einen Moment. Ihr öffnet die Tür. Das einzige Hindernis ist, dass die schon mal jemand aufgebrochen hat und dabei ein bisschen was zerrammelt hat, aber geht schon. Darin sieht es halt aus, als hätte jemand was gesucht. Also alles ist umgeworfen, Kleider sind wild verteilt, die Schubladen umgekrempelt, Schubladen nochmal nach einem zweiten Boden überprüft, eher auf die harschen Art, Schränke auch halb auseinandergenommen, so ein Shit. Dann... Das ist eine Frau. Wo würde ich Dinge verstecken? Da, wo Männer nicht suchen. In den Frauenhygienartikeln. Ja, genau. Das war jetzt auch meine erste Fand in der Tamponbox. Das wäre das Erste, wo ich was versteckte Suche der Frauen. Ich gucke mich erstmal nach Kameras um, wenn ich was sehe. Noch. Naja, weil quasi da würde halt... Dass die irgendwas aufgestellt haben. Ich weiß ja nicht mal, wonach wir suchen. Das ist schon mal das erste Problem. Leute, ich bitte, ich rufe zur Ordnung auf. Immer schön einer auf einmal. Nein, Kameras gibt's nicht. Dann würde ich mich auch mal umschauen und vielleicht nach irgendwie Bodentresor oder sowas irgendwie versteckt suchen. Die hat Auslegeware. Das heißt, man müsste vermutlich das ganze Ding aufschneiden und dann umklappen. Aber ich meine, warum nicht? Du wirst nicht mehr Unordnung schaffen als jetzt schon. Hätte ich eine Idee, wo sowas am besten positioniert wäre, vielleicht? Bei Wohnen ist es echt schwierig. Knast ist der Boden irgendwo? Das ist kein Holzboden, also knast da nirgendwo. Es gibt ein paar Stellen, die du dir angucken kannst, aber es wird sich herausstellen, dass da nichts drunter ist. Und nein, in den Damenhygieneartikeln ist nichts. Im Duschkopf? Nein. Aber die Idee gefällt mir. Vielleicht mal die Wand so nach Unregelmäßigkeiten absuchen. Was auch immer wieder gilt, ist die... In der Toiletten... im Toilettenspülkasten, wenn das überhaupt noch geht. Ja, da ist Marihuana. Oh, cool. Was sehr cool ist... in der Decke. In den, hinter den Schlössern quasi von Türen. Da sind ja meistens so eine Abdeckung vor. Ist die so erfindungsreich? Na gut, wer weiß. Aber wenn du da quasi eine kurze Sache rausfräst, dann kannst du dahinter echt viel verstecken. Also, so
Fliesen im Badezimmer, irgendwas, was lose ist und sich abklappen lässt, da wo vielleicht Wasserzähler oder irgendwas anderes sind. Oh Falsche Gott. Steckdosen. Ja, falsche Steckdosen, Lüftungen, aber da kommen immer sofort alle drauf. Irgendwas aus dem Fenster gehangen an der Wand mit irgendeinem Deckensafe. Band oder von unten unter eine Fensterbank geklebt oder sowas. Von unten irgendwas gegenkleben ist auch mal sehr beliebt, aber da kommen auch die meisten Leute recht schnell drauf. So die üblichen Verstecke halt erstmal, da wo die nicht schon geguckt haben, weil die Wahrscheinlichkeit, dass die was übersehen, ist nicht so hoch. Weil wir wissen nicht mal, wonach wir suchen, das ist unser Problem. Ansonsten fiel mir noch ein im Siphon. Nach Unregelmäßigkeiten den Raum absuchen, ob noch irgendwas findet. Also Leute, ihr habt mir so viele schöne Verstecke genannt, dass ich mich überhaupt nicht entscheiden kann, wo es jetzt ist. Meine waren so langweilig dagegen. Wir nehmen Oder im Blumenkasten. Im Aquarium, habe ich auch schon gesehen. Am äußeren Fensterbrett quasi von innen, das ist ja meistens so ein bisschen L-förmig, ne? Quasi außen innen dran geklebt sind in Plastiktüten-Datenchips. Haha! Sehr gut. Wer sucht, der findet. Ja. Ihr seid, also ihr habt jetzt auch einige Verstecke genannt, die Erstdurchsucher offenbar nicht gefunden haben. Da war jetzt nichts, aber das ist erstmal Punkt 2. Idioten. Amateure. Wir sind professionelle Shadowrunner. Wir wissen, wie man sich versteckt und andere Dinge. Die wussten einfach, die waren einfach nie Teenager und mussten wirklich irgendwas vor ihren Eltern verstecken. Im Siphon. Ich find das gut, wenn das was Schweres ist, ein Schmuckstück oder sowas, das hängt da nämlich in diesem U-Ding einfach unten fest und wird nicht rausgespült. Also im Könnt ihr bitte Waschbecken. was finden? Aber als Frau bleiben dann Haare hängen, noch mehr als sonst. Und? Willst du da mit Rohrreiniger nachkippen? Ich weiß nicht, ob das jedes Schmuckstück aushält. Nö, so viele Haare bleiben da ja auch nicht immer zwingend hängen. Nicht, wenn sie ein Haarsieb oben hat, weil sie klug ist, um das zu vermeiden. Ja, nachdem wir es gefunden haben, hauen wir wahrscheinlich wieder ab, oder? Würde Ja. ich sagen. Dann schnappen wir uns wahrscheinlich wieder das Dummy-Com-Link und gucken mal, was auf den Datenchips drauf ist. Das erfahren wir dann nächste Woche. Okay. Wow. In der nächsten Folge. Also es ist heute ausnahmsweise mal nicht so, dass ich es einfach noch nicht weiß, sondern dass ich denke, lieber jetzt erst Cliffhanger. später. Nee, darum geht's mir nicht, mir so ein Cliffhanger Wurst, aber lieber jetzt erst später. Ansonsten seid ihr mittendrin in der Action und naja. Ah, okay. Sehr Ich gut. zersäge eine Leiche. Super. Frischhandswerk? Weichmanns Heil. Schorp, Als Schorp, Dank, Schorp. da müssen wir jetzt nur noch dafür sorgen, dass die blöde Scheiß Banshee irgendwann endlich ihren letzten Atemzug tut. Müssen wir irgendwann. Die kriegen wir noch. Ich bin echt davon Ja, überzeugt, ich dass hol sie mir die den. Fresse halten wird. Ich hol mir Die noch wird auch den die Fresse halten. ihren ja, komm Weil hin. wir wissen nicht, wer sie bezahlt. Also es kann auch sein, dass sie nicht die Fresse hält. Ich habe gesagt, zur Ordnung wird gerufen. Jawohl, Ordnung. Didi, bitte. Hol mir noch dem sei Comlink, der ihr Comlink. Das ist da nicht. Nicht mal an der Stelle, wo sie es abgelegt hat. Ach so, das hattest du doch schon geholt. Das hattest du doch schon längst angesagt. Ach so, du meinst das von der Banshee. Das hast du schon, ja. Ich dachte, du meinst das von der anderen Schlampe, die ihr halt sucht. Aber das von der Banshee hast du auf jeden Fall. Dann wird es auch mal in die Richtung zerstampft, durch den Schredder gepresst Was? und Akku rausgenommen, GPS rausgenommen Und und rest die gegen den. Festplatte raus. Ja, alles halt auseinandergenommen und alle Windecken von Moskau transportiert. Nee, nee, die Festplatte raus, um die Daten zu kriegen. Ja, die behalte ich natürlich. Ich bin ja nicht dumm. Gut. Stimmt. Juri, Packmaus. Ja, dann, jo.
Das war jetzt aber ganz schön kurz, wie mir gerade auffällt. Na, vielleicht muss ich dann heute noch eine Folge rausbringen. Wir konzentrieren uns auf die kleinen Dinge. Damit meine ich nicht die ganzen wunderbaren kleinen Verstecke, die Ihnen am Ende eingefallen sind, sondern auf die Tatsache, dass Jojo unbedingt die Alte umbringen wollte, ne? Und wie ich erfuhr, nicht unbedingt deswegen, weil, wer ist schon, der Chef hat es befohlen, dass alle sterben müssen. Nein. Einfach auch maßgeblich deswegen, weil sie die Alte nicht leiden kann. Wir sind jetzt endlich angekommen an einem Stand, wo Jojo tötet oder töten lässt. Einfach aufgrund von Abneigung. Das war auch schön, ne? Das muss man ja auch mal würdigen. Und das machen wir jetzt mal. Schön. Bis zum nächsten Mal, ihr kleinen Karamellkoteletts.